our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hallöchen, meine Lieben, ich grüße euch, dich hier zu meinem neuen Video. Und zwar gibt es heute ein Q&A-Video, also Fragen-Antworten-Video. Hab zwar nicht so viele Fragen, aber dennoch habe ich mir gedacht, ich mache das Video, denn ich finde doch immer was zu erzählen. Deshalb, ja, plaudern wir einfach und ich beantworte einige Fragen hier. Genau, ich hoffe, du bist schön in Freitag reingerutscht, dass es dir gut geht. Und ja, schon mal ein Wochenende träumen, falls jemand nicht am Wochenende arbeiten muss, natürlich, ja. So, dann starten wir, würde ich mal sagen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls dich das Video interessiert, bleib bis zum Ende dran. So, ich schau mal, ich muss erstmal das Handy entsperren. Genau, ich habe hier von der lieben Hilde einige Fragen, und zwar, so. Ich musste gerade der Anna ein bisschen helfen. So. Die liebe Hilde schreibt, du kannst dich so toll schminken. Naturtalent, oder? Ich bin kein Naturtalent, nein. Also ich finde, ich kann mich nicht so schön schminken. Aber danke, dass es dir gefällt. Ja, tatsächlich, ich kann gar nicht mich schminken. Vieles gucke ich mir jetzt bei der Leonie ab. Sie ist ja immer so, Mama, das ist falsch, Mama, das funktioniert so nicht, Mama, was machst du, so schminkt sich keiner, guck doch mal hin, komm, ich helfe dir und so, also vieles habe ich mir jetzt in den letzten Male, Monaten von meiner Tochter abgeschaut, tatsächlich so, genau, aber ja, ich bin kein Naturtalent, ich finde, ich kann mich nicht so schön schminken. Ja, gibt es ein neues Tattoo? Tatsächlich dieses Jahr, ja, es wird ein neues Tattoo geben, und zwar entweder wird das ein Camouflage sein von meinem großen Fisch, was ich hier habe, was komplett falsch gestochen wurde und nicht mehr schön aussieht, überhaupt gar nicht mehr schön. Ja, es war auch am Anfang an nicht schön, aber ja, genau, da braucht man auf jeden Fall gutes Geld dafür, oder es kommt halt eine Erweiterung an dem anderen Arm. Ja, mal schauen. Also, aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch ein Tattoo geben. Ja, welche Haarfarbe? Kurz oder lang? Wie soll ich das verstehen? Welche Haarfarbe? Ich? Also, ich bleibe beim Dunkel jetzt. Definitiv bleibe ich beim dunklen Haarfarbe. Ich habe jetzt so viel wegschneiden müssen an meinen Haaren. Das tut meiner Seele so weh, das ist der Wahnsinn. Ich möchte meine Haare lang wachsen. Ja, lang wachsen. Was möchte Alex? Wahrscheinlich wegen meinen Haaren. Also Alex liebt lange Haare, das ist definitiv so. Er hasst es, wenn ich kurze Haare habe. Er mag das nicht. Wie schaffst du das zu organisieren? Kinderschule, Alex Haushalt, Essen, Nebenjob. Ich weiß nicht. Ich schaffe das nicht ganz alleine, ne? Das muss ich ja auch hier ehrlich und offen sagen. Meine Familie hilft mir. Mein Mann hilft mir genauso, obwohl er arbeitet. Meine Kinder helfen mir immer. Immer. Also ich wurde so erzogen und meine Kinder werden auch so erzogen. Hilfsbereit zu sein. Jeder kennt seine Sachen und wir machen sie zusammen, aufräumen zusammen, manchmal kochen zusammen, manchmal kochen einfach nur die Kinder, weil die Kinder Lust haben und meine Kinder können kochen und sogar gar nicht so schlecht, also wirklich richtig gut und lecker, also vor allem unsere Leonie, die ist ein Naturtalent, also ob backen, ob kochen, einfach Wahnsinn. Ja, gibt es neue Ohrringe? Nö. Nee, oh, neue Ohrringe, eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Die hier habe ich von meiner Freundin bekommen, also geschenkt bekommen. Nee, eigentlich nicht. Aber Ohrlöcher hätte ich sehr gerne. Beziehungsweise ich möchte mir ein
Ohrring hier, oder der heißt gar nicht Ohrring, der ist irgendwas mit Piercing, glaube ich. Gegen Migräne und Kopfschmerzen. Ja, möchte ich mir eins stechen lassen. So, dann gibt es hier von der lieben Bettina. Was magst du an dir am meisten? Oh je, das ist jetzt eine gute Frage. Was mag ich an mir am meisten? Boah, das ist jetzt eine Frage. Ich bin gerade auch sprachlos, ne? Eigentlich mag ich gar nichts an mir. Ich weiß nicht. So manchmal doch stehe ich vorm Spiegel und finde mich hübsch und alles ist gut. Manchmal, also was mag ich an mir am meisten? Das hat ja bestimmt auch nicht nur mit Aussehen zu tun, sondern ja, ich bin nett, hilfsbereit. Also das mag ich an mir, dass ich immer hilfsbereit bin. Dass ich sehr nett bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu zählt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage richtig beantworten soll. Was magst du an dir am meisten? Ich bin auch lustig. Also ich muss zum Beispiel nicht irgendwie in einen Alkohol trinken oder so, um so Spaß zu haben. Ich bin auch so immer lustig. Und das mag ich, dass ich kein Alkohol trinken muss, um Spaß zu haben und um zu lachen, um so gute Laune zu haben. Ja, wahrscheinlich das mag ich auch in mir. Ja, was ist dein Lieblingsessen und Trinken? Mein Lieblingsessen, da muss ich überlegen. Boah, da ist so einiges eigentlich. Na. Ich leg mal das Handy ab. Essen und Trinken. Was ich mag. Ja, trinken eigentlich. Wasser. Ich trinke sehr gerne, tatsächlich sehr gerne nur Wasser. Von Getränken. Ja, eigentlich dann nur Cola. So, ne? Wenn ich so jetzt an Getränken trinken würde, dann Cola. Ansonsten Wasser. Und halt, ja, trinken mag ich auch Tee. Ne? Früchte- und Kräutertee, Minztee, das ist mein absoluter Lieblingsgetränk. Ich liebe Minze über alles. Ja, und Essen sind das diese russische Mante, diese gefüllte Teigtaschen, ne, mit Fleisch, aber in groß halt. Die werden in so einem extra Dampftopf gemacht. Mante. Ja, und tatsächlich liebe ich, wie heißt das, diese Glasnudelsalat von Chosa, aber das essen wir sehr gerne warm. Und das macht meine Mama, macht das am allerleckersten. Also ich mache das auch mittlerweile richtig gut, aber genau so, Essen ist das. Vielleicht was Süßes an so süßen Sachen. Mag ich, lieb ich über alles diese Zaubernüsse, die gefüllten Nüsse mit Milchschmädchen. Selbstgemacht schmecken die am allerbesten als im Geschäft. Im Geschäft mag ich die gar nicht. Und Napoleon, das ist so ein Kuchen, Napoleon. Und ja, ich weiß gar nicht, wie der gemacht wird. Auf jeden Fall in so Schichten. Und ist so, so gut. Einfach Wahnsinn. Ja. Genau. Was ist mein größter Wunsch? Oh, ich weiß gar nicht, was ist mein größter Wunsch? Doch, ich weiß es.
Ich weiß es. Ohne zu überlegen, mein allergrößter Wunsch natürlich ist, gesund zu bleiben, gesund zu sein, dass meine Kinder gesund sind, meine Familie, meine Eltern. Das ist mein Wunsch, jeden Tag aufs Neue. Jeden Abend sage ich das und bete auch, dass an der ersten Stelle die Gesundheit da ist. So, und sonst mein größter Wunsch ist, hier auszuziehen. Zurzeit. Oder seit dem letzten Jahr. Weil einiges genau passiert ist und ich hier darüber nicht reden kann, aber wegen dem ganzen Vorfall, wegen dem ganzen, ja, ist seitdem mein größter Wunsch gewesen, einfach hier auszuziehen. Es ist schade, wir haben das Haus gebaut mit eigenen Händen. Wir haben unsere Gesundheit hier gelassen, unsere Nerven und ja, aber dennoch hätte ich es gern verkauft und ausgezogen. Ja. Ausgezogen zurück nach Hessen. Wir haben auch einen Ort schon, wohin. Aber das dauert noch ein paar Jahre. Genau. Es müssen einige Dinge geklärt werden, einige Dinge gewartet werden, auch allein wegen dem Kredit, ne? Deswegen, ja, also mein größter Wunsch ist ausziehen, wegziehen, umziehen oder was auch immer, wie das heißt. Genau. Gesund zu bleiben und umziehen. Ja, aber ich habe so mehrere Wünsche. Aber mein allergrößter Wunsch, ja, ist tatsächlich umzuziehen und in der Nähe von doch von den Eltern zu sein, von den Schwiegereltern, von meinen Eltern, weil die Eltern ja werden jedes Jahr, besonders meine sind gesundheitlich, meine Mom ist gesundheitlich nicht so das Tollste, ihre Lage und ja, also ich wäre sehr, sehr gerne in der Nähe von Eltern, so bis zu 50, 60 Kilometer Entfernung. Dazu haben wir uns entschieden. Das ist optimal. Bis zu 60 Kilometer ist das perfekt. Da muss man keine 300 Kilometer fahren, wie wir jetzt fahren müssen, ne? Da müssen wir knappe 300 Kilometer fahren. Also zu den Schwiegereltern ist das tatsächlich weiter, ne? Weil meine Schwiegereltern wohnen 50 Kilometer, 47 Kilometer von meinen Eltern. Deshalb ja so ungefähr der Radius. Genau, zu meinen muss ich 344 fahren. 244, was rede ich da? Manchmal 246, je nachdem, welche ich Autobahn da Richtung fahre, wie der Navi mich führt. Genau, und deshalb, ja, es wäre doch schon schön, einfach etwas näher zu den Eltern zu sein. Weil ich glaube, wir werden alle älter und man möchte doch gemeinsam mit Familie nicht so weit zerstreut sein durch das ganze Deutschland, ne? Genau, deswegen, es wäre schon sehr, sehr schön so. Ja, ich hoffe, ja, es waren keine anderen Fragen mehr da. Oder ich habe nicht aufgepasst, aber bis jetzt, wie gesagt, hatte ich keine anderen Fragen mehr gehabt. Deswegen, ja, das war's mit den Fragen. Fragen-Antworten-Video und gern natürlich könnt ihr mir zwischendurch Fragen stellen. Ich bin offen dafür und werde sie nach Möglichkeit auch beantworten natürlich. Ja, ich möchte jetzt euch nicht mehr aufhalten, deswegen bedanke mich fürs Zuhören. Däumchen nach oben, sehr gerne, ne? Und kommentiert das Video oder smiled einfach, also ich nenne das mal nach smiled, also ein Smiley schicken oder ein Herzchen, ne, ist auch sehr, sehr gerne willkommen und gern natürlich darfst du auch meinen Kanal abonnieren, du darfst mir sehr gerne ein Abo schenken, es ist für dich kostenlos und unverbindlich, ja, und mit deiner Hilfe, Unterstützung natürlich wachsen wir alle zusammen, wir wachsen gemeinsam und somit, wie gesagt, wir sind schon so nah an 2000 Abonnenten.
Und ich zerbreche mir schon die ganze Zeit, wie ich das mit der Verlosung mache. Und so langsam habe ich so eine Idee, was das für eine Verlosung sein wird. Wie gesagt, auf jeden Fall eine doppelte Verlosung und ja, mal schauen. Also bin selber ganz gespannt. So, ihr Lieben, einen wunderschönen Freitag nochmal. Alles, alles Liebe. Und wer natürlich am Wochenende nicht arbeiten muss, sage ich schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Alles, alles Liebe. Küsschen von mir. Und ja, bis morgen, bis zum neuen Video. Tschüsschen.